Hallo und herzlich willkommen zum 1.7 Update Video. Hier werde ich euch nur alle wichtigen Neuerungen vorstellen, also wundert euch nicht, falls irgendwas fehlt, das ist von mir beabsichtigt. Es gibt nun viele neue Biome, um genau zu sein doppelt so viele wie vorher, und die werde ich euch jetzt alle nacheinander zeigen. Unter anderem sind das zum Beispiel diese neu generierten Berge hier, das wurde eigentlich nur nochmal überarbeitet, wird aber auch als neues Biom berechnet. Es gibt nun auch einen Birkenwald, in dem einfach nur Birken vorkommen und sonst nichts. Es gibt nun auch ein Biom mit Pilzen, neuen Bäumen und neuen Farben, und das ist genau dieses Biom hier. Die Fichtenbäume kommen jetzt auch auf neuen Boden vor und in größerer Form. Außerdem gibt es nun auch Tafelberge, diese finde ich besonders schön, da sie gefärbten Lehm und roten Sand alles beinhalten, also ein sehr schönes Biom. Das vorletzte Biom ist die Tundra, hier kommen auch wieder neue Bäume vor. Das letzte Biom ist die Eistundra, diese finde ich besonders schön und die beinhaltet auch neue Eisblöcke. Minecraft fügt außerdem auch eine neue Weltgenerierungsfunktion hinzu, diese nennt sich Zerklüftet und das ist eigentlich nur eine kleine Spielerei. Im Dschungel kommen jetzt Melonen vor. Es wurden einige neue Dekorationsblöcke bzw. Dekorationspflanzen hinzugefügt, zum Beispiel Rosen, Tulpen, Sonnenblumen, eigentlich alles, was ihr hier seht. Außerdem kann man jetzt neue Fische angeln, zum Beispiel den Lachs, den Kugelfisch oder auch den Clownsfisch. Ab der 1.7 gibt es außerdem auch buntes Glas in Minecraft. Neue Holzarten wurden auch hinzugefügt. Auch die Map wurde überarbeitet, hier kann man jetzt neue Farben erkennen und außerdem kann man diese an die Wand hängen. Es gibt größere Portale. Dann gibt es noch einige kleine Neuerungen, zum Beispiel wurde die Grafikeinstellung überarbeitet. Hier haben wir jetzt einen kleinen Screenshot. Außerdem sollten die Biome nach dieser Karte erarbeitet werden. Die Achievements werden jetzt auch im Chat angezeigt. Die Statistiken wurden erweitert, hier zum Beispiel mit Deaths und Kills. In dieser Eistundra gibt es neue Eisblöcke. Und das Zuhörrohr hat andere Farben in den neuen Biomen. Und die Angel kann man verzaubern. Außerdem gibt es auch einige neue Commands für die Commander-Blöcke. Und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt kommt das Outro und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.